Und die beide schauen sich die Greifvogelshow an? Ja. Ja. Waren Sie bei sowas schon mal? Ganz nah eigentlich nicht. Ich war schon mal. Also Sie waren schon mal? Ich habe Kurve. Wie hat es dir gefallen? Gut, hat es mir gefallen. So hübsche Damen ohne Partner, was ist da los? Keine Partner, warum? Also Sie haben eh jemanden, oder sind Sie auf der Suche? Nicht auf der Suche. Nicht auf der Suche? Ja, die würde mir leicht am Markt anbringen. Ja, schwierig. Das ist Ihre Tochter, oder wie? Ablaufdatum. Ablaufdatum. Das ist meine Tochter, ja. Die Tochter, schauen Sie eh ähnlich. Ganz? Ja, ja. Am See. Es ist ja noch nicht aus. Da war sogar und von wo kommen Sie? Ich komme aus dem Burgenland. Ach so, ich dachte, es ist ein Wiener. Nein. Nein, Burgenland, na schauen Sie. Das Land der Sonne. Land der Sonne? Ja. Ja. Es gibt einen VIP-Bereich im Burgenland. Können Sie da hin oder weiter ins untere Land? Nein, nein, wir sind im Nördlichen. Im VIP-Bereich, ja, ja. 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 So, mir geht doch vom Ausschauen her, weil die, die im tieferen Lande unten sind, die sind ein bisschen altmodischer oder wie ein bäuerlich, genau. Haben Sie richtig gesagt? Ja, wissen Sie, wir haben neben der Mausi am Pötschinger See und machen das Haus. Das ist nicht der Lugner Mausi. Ja, aber natürlich, ja, danke Sie, jetzt haben Sie Kassel. Ja, ja, sie schauen eh ein bisschen, so der Tochter von ihr ein bisschen das Arrogante, ja. Ja, ja. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht erschlucken jetzt, wenn Sie sehen. Hoppala, was habe ich gefallen? Na gut, dann gehe ich wieder weiter. Frau Kadi, bleibt da. Ja, danke für das Interview. Ja, bitte gerne, es wird morgen ausgestrahlt. Das ist sehr nett. Ja, vielleicht, wenn Sie merken. Ein netter Bullen.